Die Friedhöfe im Bezirk Hamburg-Mitte werden unter dem Dach der Hamburger Friedhöfe ab dem 1. Januar 2025 zusammengeführt. Das hat die Umweltbehörde bekannt gegeben. Mit der Übernahme der Friedhöfe Finkenwerder, Finkenried und Kirchdorf-Amtshof sollen Kompetenzen gebündelt und Verwaltungsvorgänge vereinheitlicht werden. Vor allem Online-Services wie zum Beispiel Terminbuchungen für Beisetzungen, Grabstättensuche und Feiern sollen für eine größere Zufriedenheit bei den Nutzern sorgen. Das öffentliche Unternehmen, zu dem auch der große Parkfriedhof Ohlsdorf gehört, wird schon ab dem 1. Juli den laufenden Betrieb übernehmen.